Hallo, Servus, mein Name ist Michael Leopold, ich bin Schlagzeuger bei den Münchner Philharmonikern und im Orchester seit 2016 festes Mitglied. Zum Schlagwerk kam ich durch meine Eltern, die haben früh erkannt, dass ich Talent für Trommeln habe. Ich habe auf Töpfen rumgetrommelt und habe eigentlich nie Ruhe gegeben und dann haben die gedacht, das wäre doch jetzt das Richtige, wenn der junge Bursch das Trommeln lernt. Dann habe ich im Spielmannszug im örtlichen von Pfaffenhofen an der Ilm das Trommeln begonnen im Alter von 6 Jahren, bin dann relativ schnell auf das Drumset umgestiegen, auch mehr Instrumente und habe dann auch in der Jugendstadtkapelle begonnen. Dort habe ich dann die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man mit Dirigenten spielt, wenn man verschiedene Instrumente hat, wie große Trommel, Becken, Pauke, Xylophon, Glockenspiel. Und habe dann erkannt, dass mir das sehr viel Spaß macht, dass ich das auch, wenn es geht, weiter auch beruflich vielleicht irgendwann auch machen könnte. Und habe dann verschiedene Wettbewerbe gespielt, wie jugendmusiziert. Und habe dann an der Hochschule in München in der Arzestraße die Aufnahmeprüfung gespielt. Und dann habe ich beim Herrn Professor Peter Sadlo studieren dürfen. Und wie das dann so ist im klassischen Studium, man arbeitet dann auf ein Ziel hin, das ist es, eine Orchesterstelle sich zu erspielen. Und habe dann verschiedene Probespiele gemacht, erstmal für Praktikums- oder Akademien. Und habe dann das Glück gehabt, dass eben bei den Philharmonikern die Akademiestelle frei war. Die habe ich dann mir erspielt und kurz darauf ging mein Vorgänger in Rente. Dann wurde eine Stelle frei als Schlagzeuger des Orchesters und habe dann auch wieder vorgespielt und wurde genommen. Generell muss man zum Schlagwerk sagen, dass es von den Instrumenten her die letzten 100 Jahre die größte Entwicklung gemacht hat. Es gibt sehr viele neue Instrumente. Sehr viele Instrumente sind größer geworden. Es gibt sehr viele verschiedene Schlägel für diese Instrumente. Jeder dieser Schlägel hat ein anderes Gewicht, eine andere haptische Beschaffenheit. Und auf das muss man sich alles einstellen. Bei Blasorchester ist es oft so, und auch bei uns im Orchester, dass man schnelle Wechsel hat zwischen den Instrumenten. Das heißt, man muss sehr gut aufbauen und sehr gut organisiert sein, dass man eben diese Wechsel alle bewältigen kann. Und das ist dann meistens schon halb gespielt, wenn eben diese Wechsel klar eingezeichnet sind oder man auch die Bewusstnummer im Kopf durchgeht, bevor man dann das Konzert spielt. Hier seht ihr verschiedene kleine Trommeln. Das ist das Basisinstrument eigentlich vom Orchester und auch vom Blasorchester und anderen Musikvereinen. Generell, kleine Trommel ist für alle eigentlich meistens der Startpunkt, wo man dann seine Karriere beginnt, weil eben anhand von der kleinen Trommel kann man am besten die rhythmischen Schwierigkeiten vom Schlagwerk erklären und auch vieles von der kleinen Trommel ist übertragbar auf andere Instrumente. Und die Besonderheit von der kleinen Trommel ist, dass es aus einem Kessel besteht mit verschiedenen Materialien. Es gibt Metall- oder Holzkessel. Und an diesem Kessel sind mit dem Spannschrauben zwei Felle gespannt. Ich meine das Schlagfell und das Resonanzfell. Hier seht ihr schon, beim Resonanzfell ist ein Teppich gespannt. Das ist die Besonderheit von der kleinen Trommel, weil man eben hier dadurch zwei verschiedene Klangeffekte erzeugen kann. Ohne Teppich, wenn ich den nicht an das Resonanzfeld hinschalte, habe ich einen eher dumpferen Klang. Und durch das Anschalten der Abhebung, der Snare-Abhebung, habe ich jetzt den typischen Snare-Sound. Das Besondere an den unterschiedlichen Fällen ist, oder der Unterschied vor allem ist, dass das Schlagfell dicker ist und das Resonanzfeld sehr dünn, dass eben diese Schwingung sich auf die Saiten vom Teppich, vom Snare-Teppich überträgt. Hier seht ihr ein Naturfell. Bei uns im Orchester werden meistens Naturfelle verwendet. Für Blasorchester eignet sich eigentlich am besten ein Plastikfell, weil man eben dann vom Wetter unabhängig ist, weil bei Naturfellen, sobald die Luftfeuchtigkeit sich verändert, verändert sich auch die Fellspannung, weil eben das Naturfell so empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Ich habe jetzt mal hier ein altes Paukenfell mitgebracht. Ist auch ein Kalbfell. So schaut es aus, wenn das dann vom Fellring runtergezogen wurde. Und aus solchen alten Paukenfellen machen wir unsere Naturfelle. Die ziehen wir dann auf die Ringe drauf. Fürs Blasorchester eignet sich aber am besten ein Plastikfell. Das habe ich jetzt zu meiner Linken. Eine typische Snare Drum, eine typische Drumset-Trommel auch für Blasmusik auch geeignet. Hat einen Holzkessel,
ein Plastikfell und einen Spiralteppich. Den sieht man eigentlich am häufigsten bei kleinen Trommeln. Hier haben wir Saiten gespannt. Das ist jetzt aber eher fürs Orchester geeignet und für Blasmusik und Blasorchester reicht eigentlich der typische Spiral-Snare-Teppich. Auch selbe Funktion. Ich habe hier eine Abhebung, mit der kann ich die Snare ein- oder ausschalten. Ein Tipp von mir, wenn man nicht spielt, kann man immer den Snare-Teppich abschalten. Das ist oft ein Fehler, dass man den Snare-Teppich drin lässt und dann summt die Snare mit der Musik mit. Das ist leicht zu vermeiden, indem man einfach nach dem Spielen, nach der Stelle die Snare abschaltet und kurz vor der Stelle wieder die Snare einschaltet. Zu meiner Rechten seht ihr hier eine Rührtrommel. Das ist auch ein Kupferkessel, genauso wie bei der kleinen Trommel. Bloß sehr tief, dadurch haben wir den typischen Rührtrommel-Sound. Ohne Abhebung einen sehr dumpfen Klang. Mit Snare habe ich einen vollen tiefen Klang und somit auch beim Wirbeln oder so den typischen Schafott-Klang, den man eigentlich immer haben möchte. Nun kommen wir zur Spielweise der kleinen Trommel. Generell ist darauf zu achten, wenn man sich die Trommel einrichtet, also man sitzt sich sauber auf den Hocker, rutscht an den Stuhlrand nach vorne, Füße sind am Boden. Die Abhebung sollte gerade vorm Körper sein, damit die eben schnell reagieren kann und die Trommel ein- und ausschalten kann. Grundsätzlich spielt man die kleine Trommel in der Mitte oder ein bisschen außerhalb von der Mitte, dass ein bisschen mehr Obertöne zu hören sind, weil in der Mitte ist sehr trocken. In der Regel ein bisschen weiter raus, dann wird es gleich ein bisschen obertonreicher. Leise Stellen spielt man meistens oben am Rand. Man muss achten, dass man bei den Sticks keine beschädigten Köpfe hat, weil die natürlich sich sofort auf den Sound und die Qualität auswirken. Da ist noch wichtig zu beachten bei den Schlägeln, wenn man die kauft. Ich würde immer im Geschäft den Gewichttest machen. Das ist, läuft folgendermaßen ab. Ich mache dann immer leichte Schläge auf den Kopf und höre dann, ob die Schläge den gleichen Klang produzieren. Und wenn einer dunkler klingt wie der andere, dann ist er schwerer. Also man sollte immer achten, dass beide das gleiche Gewicht haben. Bei der Trommel gibt es verschiedene Besonderheiten, was man machen kann. Es gibt den Wirbel. Da spricht man von einem gepressten Wirbel oder einem offenen Wirbel. Gepresst heißt, dass ich den Schlägelkopf in das Fell drücke. Wenn ich das abwechselnd mache, rechte Hand, linke Hand, dann kriege ich relativ mit einer niedrigen Geschwindigkeit schon einen geschlossenen Klang. Das ist der geschlossene Wirbel. Offener Wirbel heißt, dass ich zwei Schläge mache und auch dann immer hörbar habe, zwei Schläge. Genau, dann gibt es noch, was auch ganz oft bei der Blasmusik vorkommt, die Vorschläge, egal ob man jetzt beim Florentinermarsch oder irgendwo ist, man hat diesen Effekt, dass eben der Hauptschlag, meistens mit der starken Hand gespielt, man führt eh bei der Trommel mit der starken Hand, ich bin Rechtshänder, deswegen mache ich das meiste rechts geführt. Man sollte natürlich auch schauen, dass man die linke Hand nicht vernachlässigt und beim Üben am besten beides üben, rechts geführt und links geführt spielen. Beim Vorschlag, der sogenannte Flam, kommt der Hauptschlag von oben und der Vorschlag, die Hand ist quasi knapp über dem Fell. Und wenn ich jetzt mit beiden runtergehe, ist logischerweise die linke Hand vorher auf dem Fell als die Hand, die von oben kommt und den Hauptschlag ausführt.
Dann gibt es noch, vor allem auch beim Drumset verlangt, den sogenannten Rim-Click. Da wechselt man oft den Stock, dass eben das Ende auf den Rand trifft, weil dann wird der Schlag voluminöser. Auch zu beachten ist hier, dass ich ungefähr 4 Finger breit vom Fell, vom Rand weggehe ins Fell, weil ich sonst keinen schönen vollen Klang habe. Zu weit hat den gegenteiligen Effekt, nämlich auch wieder einen schlechteren Klang. Dann gibt es den sogenannten Rimshot. Der wird so gespielt. Oder so. Kann man auch so spielen. Beste Klangqualität natürlich, wenn man den trifft. Sicherheitsvariante. So. Weitere technische Schwierigkeiten im Schlagwerk sind die sogenannten Rudiments. Der Flam und der Wirbel, die gehören eigentlich schon dazu. Da gibt es auch den Drag, das ist ein doppelter Vorschlag. Dieser kann auch ausgeschlagen werden. Wichtig ist generell bei Vorschlägen, dass man die timet, also dass man die in das Time-Geflecht einbringt. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Viervierteltakt habt, 1, 2, 3, 4, tagadab. Dass ich das auf irgendeiner 32. Basis dann draufsetze, die da drunter läuft. Und auch Einzelschläge würde ich auch immer timen, dass ich die Ausholbewegung ist eigentlich schon Teil vom Schlag. Das heißt, wenn ich 1, 2, 3, 4, 1. Ein weiteres wichtiges Rudiment im Schlagwerk ist der sogenannte Paradiddle. Diese Schlagfolge ist rechts, links, rechts, rechts oder links, rechts, links, links. Hiermit kann man trainieren, dass man auch Doppelschläge einbaut bei Phrasen, zum Beispiel. Idealerweise soll der Paradiddle sich genauso anhören wie Einzelschläge. Es gibt 2 verschiedene Arten, den Schlegel zu halten. Zum einen der Matched Grip oder der Traditional Grip. Der Traditional Grip ist aus der Marschmusik entstanden, weil eben die kleine Trommel der Marschmusik an dem linken Oberschenkel hängt mit einem Bügel. Und dadurch habe ich ein leicht schräges Spielen, weil die Trommel eben dann schräg drauf liegt auf dem Oberschenkel. Der Match Grip ist ideal fürs Drumset geeignet, weil eben alle Trommeln vom Drumset dann die gleiche Schräge haben dürfen oder können und ich somit keine Umstellung habe von den Schlagflächen her. Immer die gleiche Abstand rechts und links. Beim Traditional Grip befindet sich der Schlegel zwischen Daumen und Zeigefinger und das ist eigentlich schon die Grundhaltung, wie der Schlag entsteht. Eben durch diese Kippbewegung der Handfläche. Dann legen sich die anderen Finger, also der Schlegel steckt zwischen Ringfinger und Mittelfinger und das ist die Bremse quasi, um den Schlag zu stoppen. Einzelschläge, auch hier wieder der Wirbel möglich mit dem Pressen. Beim Match Grip sind beide Hände gleich. Der Schlegel befindet sich zwischen Daumen und Zeigefinger. Die anderen Finger umschließen dann den Stock. Die Finger sind für die Kontrolle zuständig und auch für die Geschwindigkeit. Ohne Finger kann ich schon einen Einzelschlag erzeugen. Wichtig ist immer, den Stick aus dem Fell wieder rauszunehmen, weil wenn ich unten bleibe, macht er so ein bisschen, was er will und durch diese Finger kann ich eben
den Schlag bremsen und kontrollieren. Für die Geschwindigkeit kann ich die Finger unten das Tempo machen lassen. Die kleine Trommel wird hauptsächlich aus dem Handgelenk gespielt, um einfach die Schnelligkeit zu erreichen. Wenn man aus dem Arm spielt, wird alles träge, weil eben so große Wege erforderlich sind. Beim Handgelenk ist man sehr schnell und flexibel. Wenn man dann lauter wird, kommt immer mehr Arm natürlich dann zum Einsatz, weil man eben weitere Wege hat. Die kleinen Trommeln können verschiedene Kessel haben. Ideal für Blasmusik, fürs Marschieren sind Metallkessel. Hier habe ich eine Marschtrommel, eine typische aus Messing, gibt es aber auch aus Stahl. Und der Vorteil von diesen Metalltrommeln ist, dass sie wetterbeständig sind, es kann regnen und sie sind da sehr robust, also ihr könnt die auch einfach mal schnell auf der Straße abstellen. Und vom Klang her sind Metalltrommeln sehr laut und durchsetzungsstark. Bei Holztrommeln, also Trommeln mit Holzkessel, die sind eher fürs Drumset geeignet, weil sich Holztrommeln, die haben einen sehr weichen und warmen Klang, die mischen sich sehr gut. Also für ein Drumset im Blasorchester würde ich eine Holztrommel empfehlen. Da gibt es Ahorn, Buche, eine Nussart, sowas wäre fürs Blasorchester ideal. Die kleinen Trommeln kann man natürlich auch stimmen. Dazu gibt es den sogenannten Stimmschlüssel. Mit dem kann ich die Spannschrauben nach unten drehen und somit das Fell hochspannen. Es gibt einen Spannreifen, der liegt auf dem Fell auf und die Spannschrauben sind am Kessel bei den Böckchen befestigt und durch das Schrauben drückt der Spannreifen das Fell nach unten. Zuerst muss man schauen, ob die Grundstimmung an der Trommel stimmt. Dazu lege ich einen Finger aufs Fell auf und gehe die Schrauben der Reihe nach durch und höre, ob ein Unterschied auftritt vom Klang. Das mache ich reihum und dann, wenn ich ein neues Fell aufziehe, schraube ich immer gegenüberliegend, damit eben das Fell gleichmäßig gegenüber gespannt wird. Wichtig ist dabei, dass man nur eine Viertelumdrehung macht und das gegebenenfalls dann öfter wiederholt, weil wenn man zu viel dreht, verändert sich die Spannung zu stark und man kann nicht mehr ganz genau kontrollieren, ob das dann den richtigen Effekt hat. Anwendbar ist es auch das Ganze auf alle Fellinstrumente, die es so gibt. Da ist auch wieder die Kleintrommel als Basisinstrument zu verstehen. Zum Beispiel die Pauke, da ist es auch so. Ich habe auch wieder einen Spannreifen und verschiedene Böckchen mit Spannschrauben. Das ist überall übertragbar, auch auf TomToms oder Ähnliches.